So, ich will jetzt auch Holz holen, egal ob da jemand draußen ist oder nicht. Das sah so gut aus, Eigentlich. wie du erst da rausgelaufen kommst. Ey, geh jetzt Holz holen, egal ob da draußen jemand ist. Flapp ist er wieder drin. Super schön. Hat mir sehr gefallen. Was hältst du davon, wenn wir uns mal eine Waffe bauen? Also wenn das nächste Mal die Sonne aufgeht, mal das Direkt uns dafür seltenere. nur. Ja, da müssen wir ja Kilometer weit rennen, ne? Das ist Nein, auch nein, so. das ist da in die Richtung. Du bist ja jetzt, wenn du rauskommst, nach rechts gegangen, ne? Richtig? Ja, weil ich hier Holz sehe. Ja, und da ist auch das bessere Eisen. Aber da kannst du nicht hingehen, weil eisig kalt, wenn die Sonne untergeht. Deswegen müssen wir da hingehen, so, wenn die Sonne gerade ein bisschen aufgeht. Ich sammle nämlich gerade schon die Ja, ganze Zeit machen. Eisen wie so ein Verrückter, weil wir brauchen 150 Eisen und weiß gar nicht, was wir da für von dem Seltenen brauchen. Ich glaube 50. Ich glaube, diese Schweine, die weichen aus mit Absicht. Also es ist nicht mal so, dass die irgendwie die Wegfindung nicht haben. Wenn die sehen, dass du auf die zielst mit einem Pfeil, dann weichen die aus. Ach, die Schweine meinst du? Ja. Ach du Wunder, was du für Schweine meinst. Die Schweine. Ich rede von dem Schwein. Da hinten für eine Murmel. Ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung. Oh ne, hier komme ich. Warte, ich muss mich wieder. Ein Labyrinth hier, ey. Hier hätten wir unsere Base reinzimmern müssen, ey. Hier oben. Hier voll das Labyrinth hier oben. Steht uns doch noch offen. Wer hat unsere Base kaputt gemacht? Hat alles in unserer Base kaputt gemacht. Ich glaube nicht, dass da jemand reingekommen ist. Also, wenn, dann hat er sich reingebacken und alles kaputt gemacht. Aber ich wüsste gar nicht, wie das geht. Weil, wie gesagt, normales Dynamit macht keine Struktur kaputt. Nur C4. Und hier hat keiner C4. Und wenn er es hat und dafür benutzt, dann Prost Mahlzeit. Sollte man ja eher da nutzen, wo es wirklich Sinn macht, eher und nicht bei so No-Names und Naja, Bobs hier. bei Lowies würde ich es halt nicht gerade machen. Ich meine, ich kann mir nur vorstellen, dass die Lowies sind, weil wenn es keiner wäre, kein Lowie wäre, dann würde der sich jetzt viel mehr aufregen. Und keinen lachenden Smiley dahinter machen. So, ich gehe mal. Jo. Ich hoffe, er steht wenigstens in der Base drin zu Hause zum Pipi machen.
frag mich, ob das Lecks sind. So, ey. Ich würde. Was denn? Na, jedes Mal, wenn ich hier in dieses Gebiet hier komme, dann liegt erst nichts da. Und erst nach kurzer Zeit erscheint dann auf einmal, also nach kurzer Zeit. Ja, musst du warten, das habe ich aber auch manchmal. Das bleibt manchmal ab und zu ein bisschen. Also ich muss jetzt sagen, rip, ne? Du bist tot? Meine Wohnstubenlampe hat sich gerade verabschiedet. Nein! Ja. Ist ja blöd. Dieses Gelege finde ich scheiße. Mein Gut ist eine Alpha, ja. Bist du wieder an unserer Base? Nein. Wieso? Ist jemand an unserer Base? So ein. Hä? War so an. Abend! Dich hören. Wahrscheinlich redest du gerade mit so einem komischen Spuckervieh oder so. Atmest du laut. Oder ist da wirklich ein Spieler? Ich werde ja vom Laufen, hört sich das so an, als wenn du schnell rennst. Mhm. Klingt nach Spieler. Ja. Der Mond geht langsam unter, das heißt, ich werde mich auf den Rückweg machen. Werde das Zeug zurückbringen und werde dann versuchen, das etwas bessere Erz zu farmen. Damit wir wenigstens denn, schon mal eine Waffe haben. Denn macht nicht so schnelle Bewegung. Hm? Das unser macht nicht so schnelle Bewegung. Kann sein, dass sie wieder da sind, die Hampels. Hey, ich sehe nichts, ich stehe oben drauf. Ich find's auch blöd, dass ich die Namen nicht gesehen habe. Ja, siehst du auch nicht wirklich. Jetzt wirst gucken müssen, wissen, wer mich gekillt hat. Das wäre. Dich raiden wir noch. Naja, Bullocks, das könnte kann mir schon vorstellen, dass das der war, ja. Ey, nicht schießen. Piu. Angekiss könnte auch bei sein. Allein, dass ich Piu Piu lese, reicht mir schon. Also ist nichts an der Base, ja? Hier nichts mehr. Höre auch. What are you doing? So, ich komme zurück. Dann bringe ich das weg und dann gehe ich wieder los. Aufnahme. Was willst du bauen? Die Repetierbüchse? Ja. Brauchen wir 10 Holz, ne? Mhm. 9 habe ich. Dann brauchen wir 150 Eisenstangen. Na, die Eisenstangen wären noch. Mondium oder so ähnlich. 50 Mondinium, ne? Dann brauchen wir Sasquatch-Pelz. Jo, kann man auch da hinten holen. Ist schwierig zu killen, so ein Vieh, aber wenn man einen gekillt hat, dann kriegt man ganz gut.
Dein Freund ist wieder vor der Tür. Oh, ich höre ihn. Zieht hier gerade Kreise um uns rum. Das hört sich an. Das geht von links nach rechts im Ohr, ne? Wo war denn das? Jetzt ist da Ruhe. Mal gelüftet. Ich hab mal gelüftet bei uns gerade. Willst du jetzt los oder was? Ja. Warte mal, ich nehme noch was zu futtern mit. Willst du mitkommen? Oder soll ich hier bleiben, willst du alleine gehen? Egal. Das wäre doch Blödsinn. Hier liegt noch hohes Deck. So haben wir doppelte draußen. Feuerpower und wir können. Warte mal. Was ist denn jetzt hier schon wieder drin gelaufen? Hä? Du musst Feuer ausmachen, genau. Ne, ich habe noch mal ein Steak reingepackt. Ja, na, dann mach dir das Steak noch fertig. Eins esse ich jetzt noch. Also das ist das zweite Steak, was ich reingepackt habe. Sü. Ich habe überlegt, ob wir uns hier einen Eisenspeer oder sowas mitnehmen, weil da brauchst du, aber da brauchen ja die Eisensticks nachher trotzdem. Eisenspeer. Also scharfen Speer, aber da brauchst du 20 Holzstäbe. Oh yeah. Brauchen wir ja noch. Komm, geh. Türen sind zu. Okay. Rucksackkaste? Jo. Jetzt willst du da hoch, oder was? Naja, ich laufe nicht auf der Straße lang. Da kommen ja die Idioten da lang gerannt. Ja, weil die sich sonst wieder nicht zurechtfinden, ne? Richtig. Die rennen doch nur die Straße ab. Halt beim Zurückkommen müssen wir halt aufpassen. Ne? Mhm. Bescheid. Dann ich, Naja, ich behalte das schon im Auge. Wie gesagt, ich kenne die Tour schon. Ich habe die schon sehr oft gemacht. Ich habe das im Auge. Mit der Kälte und mit der Sonne. Ich weiß, wann wir zurückgehen müssen. Zumal wir hier wenig Weg haben, den wir zurückgehen müssen, weil wir ja eh gleich hier vorne gebaut haben. Ich musste noch viel weiter mal laufen. Das heißt, wir haben hier sehr gut Zeit. Also hier vorne müsste gleich eine Ader sein. Auf dem Feld. Da, hier, siehst du das? Hm? Das ist das. Das brauchen wir. Deswegen sind wir hier draußen. Und Eisen, ne? Ja, und Eisen. Haben aber noch lange keine Munition, ne? Das weißt du. Munition ist einfach herzustellen. Munition ist nur Fett und Eisen. Aber wir brauchen hier alles, was hier rumliegt. Alles, was hier überall rumliegt, das brauchen wir. Eisen, Kohle, alles. Kohle? Alles. Alles mit. Ja, die Orangen, alles brauchen wir. Ja, Orangen habe ich ja. All was man hat, hat man, ne? Ich habe jetzt 9 von dem Zeug. Ich würde sagen, wir machen aus dem roten Zeug vielleicht erstmal bessere Spitzhacken, oder? Dann kommen wir hier schneller durch und je schneller wir die Dinger kaputt schlagen können, desto mehr können wir sammeln. Also die Produktion, die Produktivität würde sich um Längen erhöhen. Ja, wie du denkst. Ja, ich denke, das ist gar nicht so blöd, weil dann können wir bei der nächsten Tour, wenn wir die machen, viel mehr mitschleppen. Also, weil wir halt schneller sind. Rennst du da gerade übers Feld? Mit so einem hinter dir? Hast du so ein hinter dir? Ja. Das kam mir nichts an. Öff den nicht. Dann hau ich noch mit der Axt in die Fresse. Mach ich ja gerade. Okay, jetzt will er Beef. Lol.
Was ist denn? Ja, ich habe ihn auch nicht getroffen, die dumme Sau. Wenn wir einen Yeti sehen, müssen wir mal den einfach alle. Den müssen wir aber von der Ferne killen mit, So, hier haben wir schon wieder die Straße. Gefährlich. Wo rennst du denn hin? So. Wir müssen uns beeilen jetzt. Nimm noch mal Holz mit hier. So, beeilen. Willst du auf der Straße zurück oder was? Da hinten ist ein Yeti. Da will ich deine Hilfe.